Hausbesetzung in Corona-Zeiten. Sie haben an alles gedacht. Oben sitzen die rosaroten Zoras, wie sie sich selber nennen, Frauen, die am Freitag das Haus besetzt haben. Unten jede Menge Unterstützer. Nachdem das Möbelhaus vor Jahren dicht gemacht hat, gab es hier bis 2014 ein selbstverwaltetes Kulturzentrum. Sowas hätten sie gerne wieder. Wir wollen nicht, dass Häuser leer stehen aufgrund von Eigentümern und Investoren, sondern wir wollen, dass der Raum genutzt wird für Menschen und Begegnungen. Am Freitag hat die Polizei in Berlin das besetzte Haus Liebig 34 geräumt. Das war für die Bremer mit der Anlass für ihre Aktion. Denn ob Berlin oder Bremen, die Probleme auf dem Immobilienmarkt sind nahezu gleich, sagen sie. Der Grund, warum wir hier sind, ist, dass wir Solidarität zeigen wollten mit den Aktivistinnen in Berlin. Und eben den Raum, der uns als Flintermenschen in Berlin genommen wurde, in Bremen neu aufzubauen. Die Bremer haben nicht nur das Haus besetzt, sondern auch die Straße davor. Die Polizei hält Wache und sich zurück. Die Eigentümer haben zwar Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet, die Polizei aber möchte eine gewaltsame Räumung vermeiden. Wir streben ein friedliches Konzept an. Das heißt, wir sind im Austausch mit den Teilnehmern und hoffen auch, dass sie am Ende auch einsichtig sind. Von einer Räumung will ich jetzt noch gar nicht sprechen, weil der friedliche Dialog steht hier im Vordergrund. Der Austausch, wir müssen auch die Verhältnismäßigkeit sehen. Es ist noch keiner verletzt worden bei der ganzen Geschichte. Aber wie wir jetzt im Einzelnen weitergehen, das ist dann auch ein Stück weit Polizeitaktik. Und da wollen wir auch keine Anleitung großartig geben. Die Sympathie und die Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft sind groß. Essen, Trinken, Kaffee, alles da. Viele unterstützen die Ziele der Hausbesetzer. Ich finde das toll, weil da Bewegung reinkommt in die Gesellschaft und was sich verändert einfach dadurch. Ne? Also seit 5 Jahren steht es leer. Es ist eigentlich lange überfällig, dass da was passiert. Wir unterstützen das auch mit zahlreichen anderen Nachbarn. Wir bringen Lebensmittel, Geld gespendet und helfen den Leuten hier. Am Nachmittag soll der Hauseigentümer angeboten haben, das Gebäude ein Jahr lang kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Bedingung: die Stadt müsse einen Zwischennutzungsvertrag unterzeichnen.